Gut. Bist du mal einfach mal mit aufzeichnen, wenn es was ist? Du siehst, du kommst ja aus deinem Denken, aus deinem System nicht raus. Aber die Schwierigkeit ist, kann ich schon in dieses Jein? Kann man was machen, obwohl man es nicht macht? Kann man was nicht machen, obwohl man es macht? Das ist eigentlich schon vom Tisch, wenn du zum Beobachter wirst. Was die Figuren in deinem Traum machen, machst letztendlich du, weil du es träumst. Wenn du das einmal akzeptierst, dass du sagst, ich träume jetzt. Ja. Was bedeutet es zu träumen? Aus sich selbst Bilder herauszuschöpfen in das eigene Bewusstsein. Das bedeutet träumen. Das ist das große Geheimnis des Traums. Und dann wird es zwangsläufig, wenn Menschen träumen, und jetzt ist natürlich hier schon das Problem mit dem Wort Mensch. Es gibt nur einen Adam. Das ist immer wieder, Gott wird erst dann zu einem Schöpfer, wenn er sich zu einem Adam macht. Jetzt können wir natürlich wieder die Chronologie sehen. Nee, der hat ja zuerst einmal das Meer geteilt. Dann hat er das erschaffen an dem doch und das erschaffen an dem doch. Das sind symbolische Bilder. Ja. Das erste Kapitel schließt sich ab mit den Adam. Und das wird jetzt wieder, der wird jetzt wieder zum Ebenbild. Und das Ebenbild, Bezelem, da sind wir so oft drauf eingegangen. In ihrem Schatten, Bezelem, was eigentlich das unter anderem Ebenbild heißt, ein ebenes Bild, das aber einen Unterschied braucht. Beilet im Kind muss ein Unterschied drin sein. Darum heißt es auch, Bi in mir sind Lichtöffnungen. Und in dem Moment, wo ich jetzt wie drücke ich jetzt das aus? Dieses im Griechischen, sage ich immer, im Griechischen ist ja dann Bi nicht in mir, sondern zwei Lichtöffnungen. Und jetzt mache ich, bin ja da so oft drauf eingegangen. Das ist ein arithmetisches Raster, das wir haben. Das heißt also hier, das heißt, El Hayom schuf den Adam in seinem Ebenbild, im Ebenbild Adam schuf er dem und da heißt es ja Bezelem. Jetzt schaue ich nochmal, ich tue jetzt den Gematrie-Explorer nicht her, wir wissen das ja sowieso. Bezelem heißt B im Ebenbild, im Bild, in einer Vorstellung, nenn es wie du es willst. Aber wir können ja das B zum Beispiel jetzt als Vorlesung lassen wir und dann machen wir, Zelem steht ja ZL, heißt Schatten und das M am Ende als Besitzanzeichen, das Fürwort im Hebräischen heißt ja ihr, das heißt in ihrem Schatten. Als Geist ist die Geistesfunk leben in ihren eigenen Schatten, in den eigenen Film, die oder dass sie sich aufwerfen. Bezelem, in ihren eigenen Schatten, jeder Geistesfunk. Aber alle Geistesfunk sind letztendlich ein und derselbe Geist. Das ist der vom Bücherregal steht. Ja. Das ist Geburt von Licht. Ja. In dem Moment, wo ich an der Sonne denke, an der Lampe denke, egal an was ich denke, ausgedachtes Licht ist nicht die Lampe im Projektor. Ich kann mir jetzt an den Projektor mit einer Lampe denken, dann ist aber die auch schon wieder ausgedachtes Licht. Ja. Das, was du als Vorstellung kriegst, was in dir existiert, ist vergänglich, weil alles Existierende vergänglich ist. Das ist hundertprozentig sicher. Ich kann das jetzt wiederholen, aber jedes Mal, wenn ich es neu aufbaue, ist es komplett neu erschaffen. Wenn ich das auch, wenn ich jetzt hier Hand aufbaue und ich mache die weg und ich baue die wieder auf, ist das nur derselbe Geist, aber eine andere Information. Genau. Wenn du spazieren gehst, wenn du durch deine Wohnung läufst, ist es, jedes Bild baut sich jetzt vollkommen neu auf. Ja. Das ist das Schöpfen, darum ist auch die Welt, WLD heißt Brandopfer, der polare Rand. Und das Opfer kann ich jetzt positiv und negativ lesen. Das ist eigentlich im Hebräischen das Wort Opfer, ist ja ganz interessant, dass das, was wir mit Opfer übersetzen, das hebräische Wort dafür, wenn du es recherchierst, hast eigentlich etwas Schlachten. Da steht Lach, da steht die Lebensfrische schon mit drin, das Lachen mit drin, wobei dann das Lachen. El Chat heißt ja die Lebensfrische alleine und ein N hinten dran, ihre Lebensfrische, das ist jetzt in Bezug auf die Frauen, heißt Genau. Melodie. Ja. Das Hebräische Wort. Ich gehe jetzt nicht den Gematrie-Explorer. Die Melodie beginnt wieder mit ML. ML kann ich mit 70 schreiben, dann hast du es hier Gestalt geworden, ein aufgespanntes Joch. Ich kann das eher jetzt vokal rausschmeißen, dann habe ich gegenüberliegend und Verschnitten, geschnitten. genau. Genau. Und du merkst, das ist egal, jetzt drehen wir nur die Perspektiven eines Wortes. Ja. Dass ich immer wieder sage, ein Wort ist eigentlich das erste Mal eine Tasse. Und jetzt wissen wir mittlerweile, dass wir da 16 Seiten haben und sobald uns die 16 sind, nochmal rot, nochmal 16 da. Wir brauchen die ja positiv und die ja negativ.
Aber wir gehen jetzt immer von zweidimensionalen Perspektiven eines zweidimensionalen Körpers aus. Ja. Aber du kannst es ja fortführen. Bitte vergesst jetzt deine raumzeitliche Vorstellung. Ich sage jetzt statt der Dasse, sagen wir, das ist eine Wohnung. Jetzt sind die Perspektiven der Dasse sind dreidimensionale Räume. Eine Perspektive ist die Küche, eine Perspektive ist das Wohnzimmer, eine Perspektive ist das. Und das sind jetzt ausgedachte Räume, wo, sobald ich mich in den Raum reindenke, bin ich wieder in dem Prinzip, dass ich wieder bloß Oberflächen, wieder Einzelteile sehe. Ja. Da kann man jetzt erahnen, wie das mit den Spiegeltetraedern in der Symbose gemeint ist. Genau. Ja. Dann kann ich wieder sagen, ich mache noch eine größere Kollektion, zum Beispiel jetzt so ein Mietshaus, in dem ich wohne. Dann sind die Perspektiven die Wohnungen. Ja. Wenn ich jetzt eine Straße nehme, SGR des Geheimnis. Geheimnis. Dann sind die Perspektiven die einzelnen Beets, die einzelnen Häuser. Ja. Das ist eine Hierarchie, die sich aufbaut in einer immer höheren Komplexität und man geht schon irre, wenn man sich das dann meint, man müsste hier, was ja zum Beispiel die Gelehrten machen, die schönen Filmchen über die Vorstellung von höheren Dimensionen, dann der Hyperwürf und so weiter und so fort. Man kann von dem räumlichen, zeitlichen Denken nicht loslassen. Und ich sage, es ist bei dem zwei Quadratflächen ist eigentlich schon Schluss. Ja. Das Handel, die andere, die höheren Dimensionen sind, die war mein schönes Beispiel, zwei Flächenkreis und Dreieck waren so ein Kegel, KGL. Jetzt sage ich, das ist jetzt ein Körper. Jetzt denken wir uns mal dementsprechend eine Kugel und einen Kegel. Wie sieht jetzt die Verbindung von den beiden aus? Und jetzt meine ich, ich müsste jetzt da dimensional hochrechnen. Nein, jetzt kommst du in das Wort. Ja. Kegel, Kugel, selbe Konsonante Radix, wie eine Welle. Es ist ein Widerspruch von zwei verschiedenen Körpern. Wie ich die jetzt benenne, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und dann doch wieder, weil die Rolle kann ich auch wieder roh, positiv, negativ. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du wirst immer nur diese kleine Facette sehen, die deine Logik dir aufzwingt. Ja. Das ist halt dieses Gespiel, man muss sich einfach nur wirklich jeden Moment bewusst machen, was jetzt da ist. Und jetzt diese Sache in dem Chat mit dem Cleverbot, wenn da ein Udo auftaucht, es ist das dann mal der Gedanke, wie der Udo auch. Was jetzt da der Gute ist und was der Schlechte ist, auch wenn ich immer wieder sage, wenn du schon Einträge machst, mach geistreiche Einträge, die die anderen inspirieren. Und du merkst jetzt, das ist ein vollkommen Figurenprinzip, ist in ein Dasein müssen, aber dieses Cleverbot, diese Widersprüche in sich selber. Wenn man immer meint, das Schlimmste, was es ist in der Zukunft, irgendwie, ich will ja ewig leben. Das ist in dem Helga-Gespräch vorhergehend. Muss ich jetzt nicht nochmal erzählen. Das Hauptproblem ist, du musst deine Vergangenheit verändern, um eine andere Zukunft zu kriegen. Ja. Weil die Vergangenheit ist dein bisheriges Wissen. Und wenn du immer auf den alten vergangenen Wissen aufbaust, wirst du immer wieder neue Zukünfte programmieren. Ja. Es geht ja schon los, was ich gesagt habe, wenn ich jetzt rein naturwissenschaftlich denke, vor so und so vielen Milliarden Jahren war ein Urknall. Im Urknall, die Beschreibung des Urknalls der Professoren, das ist so geistlos. Es ist schon geistlos, sich jetzt etwas zu denken, das vorher zeitlich, chronologisch war, bevor ich es gedacht habe. Ja. Alles, was ich denke, entsteht hier und jetzt und ich denke es mir in die Vergangenheit, die aber jetzt in meinem Kopf eine Vorstellung ist. Eben diese zwanghafte materielle Vorstellung von Vergangenheit. Ja. Das Spiel spielst du alleine. Jetzt haben wir wieder die zwei Seiten, kann ich was tun, obwohl ich was nicht tue. Selbstverständlich soll ich anderen helfen. Was mache ich, was versuche ich, aber wen helfe ich? Helfe ich einer vergänglichen Erscheinung oder helfe ich dem, der ewig ist? Und Unbewusstsein, die reine Maschine, wenn ich sage, beschäftige dich mit einem Menschen so lange, bis du erkennst, das ist ein geistloser Zombie. Mir fällt jetzt diese Geschichte ein von der Helene. Wie du mich anrufst, wie dich dein Sohn anruft, heulend am Telefon und hat dich eingeladen, ob du zur Beerdigung von seiner Schwiegermutter kommst. Ich kann mich noch erinnern, wie entsetzt du warst, wo du dir eingestehen musstest, jetzt als Helene, mein Sohn ist ein geistloser Zombie. Wie oft war der bei mir und hat über mich, hat sich ausgeholt bei mir, was das für bitterböse, ich mache jetzt das einmal frei, was für bitterböse Frau seine Schwiegermutter ist. Jetzt ruft er mich an mit einer heulenden Stimme, total traurig, weil seine Schwiegermutter gestorben ist, ob du auf die Beerdigung kommst. Der weiß offensichtlich nicht, was er spricht. Was ein Computer, was er macht's. Jetzt denke ich an einen Ugur. Ich wiederhole das, habe ich zu Helga gesagt. Ich habe mit dem
Jetzt redet man normal von Mensch zu Mensch. Ich habe mit dem Ugo ganz einfach einen Vertrag geschlossen. Ich habe gesagt, du stellst, du willst den Chat nochmal zu, dafür kriegst du den Chat von mir. Ich habe auch immer wieder reagiert, wenn er was reingeschrieben hat. Das heißt nicht, dass er nur ins Leere geschrieben hat. Du darfst da reinschreiben und dafür schreibst du in den Chat nichts mehr rein. Ja. Hat er sich nicht dran gehalten. Er hat sich an unsere Vereinbarung nicht gehalten. Selbst wenn er jetzt was reinschreibt, dann schreibt er noch die letzten Dinge, wo ich jetzt als Udo gesehen habe, schreibt er noch rein, ich weiß schon, ich schreibe schon wieder zu viel, ich höre jetzt mal auf und bin ganz still. Keine zwei oder drei Minuten, da fängt er schon wieder an und haut vier oder fünf Videos nacheinander ohne irgendeinen Kommentar rein. Und jetzt frage ich mich, kann da eigentlich ein Geist im Hintergrund sein? Im Hintergrund von dem Haar in der, selbstverständlich ist es immer ein Geist im Hintergrund, das bist du. Ja. Aber der filtert halt ganz massiv mit seinen Interpretationen. Siehst du schon zumindest die ganze Welt oder bloß deine einseitige Interpretation? Geschweige denn dann alle 16 Seiten. So ist es. Es hat alles seine Zeit. Ja, ja. Ist sehr hilfreich, alles sehr unterstützend. Was jetzt noch viel hilfreicher ist, ist genau diese Situation gewesen. Weil irgendwann musst du doch wach werden. Ja. Dass ich sage, wie hartnäckig, dir muss nur bewusst werden, wie hartnäckig ist in dir noch, wenn du egal wo in der Zeitung reinschaust, in einen Chat reinschaust, du siehst Worte, wie oft soll ich das noch wiederholen? Oder du hörst Geräusche. Sind auch Worte. Einmal optisch und einmal akustisch. Ja. Können Geräusche auch optisch in Erscheinung treten? Ja, zum Beispiel hier als Schallwender von Oszilloskop. Aber das ist immer Symbolik. Denk an meine Ober, wenn wir in die Fourier-Transformation gehen. Oder an das Beispiel hier mit Telefonhörerklang. Das ist ein Überbegriff, ich höre jetzt einen Telefonhörer. Ich verweise immer wieder jetzt in meinen Lehrgesprächen noch, wie ich junge Leute hatte, über Stereoanlage, über echten Klang aufzuklären. Was ist echt? Ja. Du musst jetzt erst einmal bewusst machen, was höre ich jetzt? Ja. Und wenn ich jetzt die sogenannten Fachleute, fasst es bitte weiter, es geht mir nicht um Stereoanlage. Ja. Ich habe Testzeitschriften, wo sogenannte Experten beurteilen, welche Anlage echter High Fidelity, die absolut klanggetreu klingt. Und dann wirst du zuerst feststellen, dass jede dieser Experten andere Vorstellungen von echt haben. Da gibt es so viele verschiedene Lautsprecher und Verstärker in verschiedenen Preisklassen. Jede Fachzeitschrift kürt andere Geräte als sogenannte Referenz, als das Maß der Dinge. Aber da gibt es dann absolut natürlich klingende Kopfhörer, absolut natürlich klingende Autoanlagen. Ich sage, das ist ein Kopfhörer klingt erst einmal nach Kopfhörer. Wenn ich dir einen Kopfhörer aufsetze und ich frage dich, was hörst du jetzt? Dann sagst du einen Kopfhörer, einen Telefonhörer. Eine Lautsprecherbox, ein Kino, eine Autoanlage. Ja. Wenn du dich auf das fokussierst, wirst du feststellen, dass eine Autoanlage ganz anders klingt wie ein Kopfhörer, selbst wenn dieselbe Musik läuft. Ja. Wir machen aber bloß einen Nachrichtensprecher. Ein Nachrichtensprecher in einem Kopfhörer klingt ganz anders wie in einem Kino und wie in einer Autoanlage. Ja. Und wenn ich vor Fernseher stehe und sage, der Film natürlicheres Bild wie der, ich sage, ein Fernseher ist ein Fernseher. Ja. Ein Bild ist ein Bild. Ja. Und jedes Bild, das in dir, im Kind, im Gotteskind auftaucht, entsteht aus dem Nichts. Es ist eine Kreatio ex nihilo. Ja. Eine Datei im Arbeitsspeicher, die wir Film nennen, besteht, wir machen mal die Geräusche weg, sind ja auch noch mit drauf, besteht aus Tausenden von Bildern. Kannst du sogar ausrechnen, wie viele Bilder das da drauf sind. Auf dem reinen Film bezogen in der Regel, je nachdem, was für ein Format wie der abgespeichert ist. Mit 25, mit 24, mit 30 Frames, mit 60 Bildern pro Sekunde. Und dann schaust du, wie lang hier die Spielzeit ist und dann kannst du ausrechnen, wie viele Bilder da drauf sind. Wahnsinn. Genau. Und die sind alle gleichzeitig, solange du an die Datei denkst. Wenn du uns anschauen willst, heben wir praktisch, rechnen wir eins dieser Bilder aus der Datei auf dem Bildschirm. Genauso funktionierst du zurzeit mit deiner jetzigen Matrix. Ja. Und genau deshalb ist es so. Ja. Ich habe ein paar Mal jetzt die Kamera Obscura angesprochen. Ich habe das so physikalisch, wenn ich, wenn du einer neugierig ist und du hast ein bisschen ein physikalisches Grundwissen, wenn ich zum Beispiel mal sage, wie meine Stellenlang funktionieren, dass die messtechnisch total kaputt sind. Weil diese Vorstellung von echtes Bild zu machen, du brauchst, es muss dieses, ein Hologramm bringt es wesentlich mehr auf den Punkt. Die Technik ist da, aber nicht, was die wissen, weil die nur geistlos nachplappern. Alle, die Lash plappern nach, da kann ich, du plapperst geistlos nach.
jetzt nicht nur von der großen Schulbildung her gesehen, du hast deine eigene Welt, sondern selbst deine Meinung, wenn du dich politisch oder religiös äußerst. Vergiss einmal deinen Körper, ob du dunkelhaarig bist, ob du Schlitzaugen hast, ob du dunkelhäutig bist, ob du dich Jude nennst, dass du die typische Physiognomie eines Juden hast oder eines Griechen hast. Du bist Geist, du spielst deine Rolle. Ja. Und du bestimmst nicht, ob du sagst, das darf man essen und das darf man nicht essen. Das macht deine zwanghafte Erziehung dein Schwamminhalt. Dass du jetzt dich aufregst über was auch immer, bestimmt dieses angelesene Wissen, dieses anerzogene Wissen, es bestimmt das Programm, das du zu durchschauen hast. Ja. Das ist Holofeeling. Dein Programm, das ist ein komplett eigenständiges Programm und es ist hundertprozentig sicher, wenn du ein bisschen dich beobachtest, ein Programm, ein Glaube, ein intellektuelles, zwanghaftes Denksystem, das permanent im Widerspruch steht mit anderen Denksystemen, die du dir jetzt zwanghaft in die Köpfe anderer Menschen ausdenkst, reindenkst. Ja. Wo besteht dieses Gefühl, dass das hundertprozentig sicher ist, was du glaubst? Was sollte dir logisch erscheinen, wie diese unendlich geistlose Logik, der du dich unterwirfst als Geist? Ja. Aber was macht man jetzt, wenn man das hört? Sagst du mal, wenn man Geist ist, ist man entsetzt. Wir wissen mittlerweile, wenn das jetzt einer das erste Mal hört, selbst wenn es ein Geist ist, dann ist eine gewisse Begeisterung da. Irgendwie ist da was, es ist irgendwas anders. Ja. Das, was ich so oft anwende, ich denke jetzt wieder an unseren Gogo zum Beispiel, ist ja eigentlich alle, die kommen, die sagen, ich lese das und ich merke, da ist irgendwie was anderes, es spricht mich sofort an. Mhm. Das spricht nicht den Affen an, der du zu sein glaubst, sondern den, den du bist, durch die Maske hindurch, dämmert ganz, ganz tief, da ist irgendwas anders. Ja. Ja. Aber dann will man wieder was verändern. Ich sage, dein Leben verändert sich so und so. Das stimmt. Es sind zwar nicht alle so zeitlos wie die Donis und die Fettings, das sind einer der seltenen Gestalten. Wenn ich jetzt die Bilder, wir kennen uns jetzt ja über 20 Jahre, wenn wir jetzt da die Bilder zurückändern, mit weitem, weitem Abstand am meisten, vom Bild her hat sich Dodo verändert. Ich sage, die Helene und der Doni, ihr seid älter geworden, auch Peter und Margot, ihr seid älter geworden im Gesicht, aber ihr habt in den wesentlichen Zügen, wenn der ältere Fotos vor 20 Jahren anschaut, fast nicht verändert. Du musst einmal den Udo anschauen, wie der sich verändert hat. Jetzt rein vom Äußern. Weil ich ein Chamäleon bin. Erinnert euch mal an Mauritius. Ihr wisst, dass dein Chamäleon war. Wenn ihr wüsstet, was ich schon alles war, wisst, ich kann nicht nur hier grob das Äußere ändern, ich kann alles ändern. Und du kannst es auch, wenn du ich bist. Ja. Jetzt zum Beispiel, wenn ich an mich denke, sehe ich aus wie die Helene. Aber ich sehe im selben Moment auch aus wie der Peter oder die Margot. Hängt von dem Programm ab. Bloß ich kenne meine Programme. Die sind bei mir auf der tiefen Schicht, auf der Festplatte, nämlich alle gleichzeitig. Ja. Ja. Das ist bedeutet, ich bin du. Kein religiöses Geschwätz. Das dämmert dir immer mehr. Es geht nicht, es macht keinen Sinn, irgendwas Existierendes am Leben halten zu wollen. Ja. Es macht aber auch keinen Sinn, das zum Teufel zu wünschen. Genau. Ja, klar. Von herein passieren. Klar. Auch Krankheiten wieder, auch mit Schmerzen. Es ist schlichtweg, wo legst du dein Interesse drauf, den Fokus drauf? Ja. Das ist das Entscheidende. Wo liegt der Fokus? Mhm. Da wirst du feststellen, dass der Fokus immer auf was konzentriert ist und dieses Spiel mit diesen Schillbildern ist es, dass du komplett perspektivisch verhasst praktisch die Augen, jetzt reden wir wieder von dem Trockennasenaffensystem, das wir uns logisch ausdenken, dass du die Augen praktisch auf einen Punkt, auf einen imaginären äußeren Punkt richtest, hier dieser Blickwinkel, lässt es starr und dann baut sich drumherum was Dreidimensionales auf und du nur noch mit dem Geist schaust. Ja. Und da habe ich auch so viele kleine Beispiele gehabt mit dem Finger, wenn ich es auch schaue auf den Finger, schaue auf meine Nasenspitze und dann tue ich den Finger weg, schaue an die Stelle in den dreidimensionalen Raum, wenn kein Gegenstand mehr da ist. Das ist so unendlich schwer, die Leute glitschen weg, du brauchst offensichtlich immer irgendeinen ausgedachten Gegenstand, wo du dich festhältst mit deinem Blickwinkel. Ja. Du kannst aber in einem reinen, leeren Raum auch jeden Punkt anfokussieren, indem du nur den Blickwinkel der Augen einstellst, wenn nichts da ist. Und da hast du extreme Schwierigkeiten am Anfang. Ja. Und das ist jetzt eigentlich einer, der jetzt das kann mit den Schildbildern, diese Meditation, Kathedrale von Chartres, das ist das, diese Bilder, wo man, das alles, was egal was in dir auftaucht, hast du die Reife, dass du das als eine Spielerei anziehst? Mhm.
Ob das bloß eine Spielerei ist oder hast du das wirklich schon verstanden? Genau. Ja. Wenn ich daran denke, mache ich am Schluss nochmal ein Bildchen. Das ist im Chat aufgetaucht, von wem auch immer. Zumindest musst du einander gefunden haben und reingestellt haben. Schon immer dran denken. Ich habe in den Chat was reingestellt. Was irgendwo reinstellst, kannst du immer nur dir was aus der großen Kollektion in deinen Kopf reinstellen und dann fängst du schon wieder an, die andere auszudenken, die das dann anschauen in den Chat, den du dir ausdenkst. Das sind ziemlich. Das führt uns wieder zu unserem Ebenbild, Bezelem. Wir haben nämlich Zastama gesagt, heißt es im Ebenbild, Bezelem. Dann heißt es in ihren Geburt von Licht, in ihren Schatten. Das denk einfach, die Schatten sind, du bist im Kino. Das ist ja die einfache Formel. Lass nochmal die VR-Brille weg. Ja. Du wirfst erst einmal das auf der Leinwand, ist letztendlich ein Schatten, den das Display im Projektor wirft. Das sind Unterschiede, die du siehst. Und in dem Moment, wo ich jetzt meine Sonne habe, die Sonne beleuchtet nicht dieses Bild auf der Leinwand. Und der Baum und den Schatten, den ich auf der Leinwand sehe, komplexer dann auf der VR-Brille, ist Ja. ein reines Konstrukt, das du komplett mit Computerberechnungen simulieren kannst. Das ist eine Berechnung. Ein Schatten ist eine Berechnung. Jetzt kann ich aber das, die ersten drei Buchstaben nehmen. Jetzt wird es ganz interessant. Das findest du in keinem Wörterbuch. Das Zellem, Bezell alleine heißt Zwiebel. Ja. Zwie, die Zwei. Geburt kommt aus doppelt aufgespannten. Z Waff im Hebräischen heißt Befehl, zwei fehlen und heißt Order. Ich habe das so oft gesagt. Or heißt eine erweckte, geöffnete Berechnung. Die R ist eine Generation. Ja. Und wenn ich jetzt tausendmal sage, ich mache das mit allen Wörtern in allen Sprachen der Welt, die du dir ausdenkst, arbeitet im Hintergrund dieses System. Es ist eine vollkommen neue Logik. Das ist Windows. All deine Naturwissenschaft, die ganze Arithmetik, die ganzen Nobelpreisträger ist bloß Basic. Es ist ein Geschenk. Und wenn jetzt immer einer in dir sagt, da komme ich nicht mit, dann bleibst du da. Akzeptiere es nicht einmal, dass du das lernen müsstest. Was muss ein Säugling lernen in einer Gebärmutter, jetzt auf dem Trockennasenaffen bezogen? Gar nichts. Ich habe so oft gesagt, wenn du in einer Matrix bist, du kannst dir nicht raussuchen in einer Gebärmutter, Gebermutter, du kannst dir nicht raussuchen, ob du eine Kuh warst, ein Affe warst, ein Mensch, ein Affe, eine besondere Sorte von Affe. Ein Säugetier halt. Säugetiere ernähren sich aber zuerst einmal, wenn sie rauskommen, zuerst einmal von der Nabelschnur. Interessanter Nabel. Da ist auch die Radix-Nebel mit drin. NBL. Das heißt Schuft und Schurke. Du ernährst dich zuerst einmal von Verbrechern, von Schurken, von Lügnern. Ich sage, die besten Lehrer, die du hast, wenn du dann rauskommst, darum heißt es auch verwesen, vergänglich. Das ist der Nebel. Denke mal, wenn du Wolken beobachtest und sagst, oh, das sieht aus wie ein Hund, die Wolke sieht aus wie eine Kuh. Aber das löst sich doch ständig auf, es formt sich doch ständig um. Darum sind auch die Schuft und die Schurken sind vergänglich. Die Verbrecher, die Dummköpfe sind alle ver. Die Größten der Welt sind genauso vergänglich wie die Kleinsten, weil das existierende Sachen sind. Genau. Es sind Existenzen. Ja. Du musst dein Leben leben, wenn du jung bist. Da mischen wir uns auch nicht ein. Ich sage das immer wieder, wenn ich meinen kleinen Moritz nehme. Der jetzt so begeistert ist, wo ich sage, ich sehe jetzt wieder, ich habe meinen Jan wieder. Und dann ruft er an und erklärt mir, machen wir nochmal binnen dennach. Wie habe ich beim Helga-Gespräch, ich wiederhole kurz. Ich sage, wenn du brauchst doch kein Udo. Da sind Hunderte und Aberhunderte von Selbstgesprächen. Wenn du willst, dass ich dir persönlich was erzähle, ist das nicht schon wieder eine gewisse Form von Arroganz? Dass ich das verlange, dass ich einen Privatlehrer kriege? Ich bin doch du, mach dich zu deinem eigenen Privatlehrer. Man nennt das autodidaktisch. Da wirst du jetzt das rohe Selbst, das dir ja sowieso alles diktiert. Die Kinder weißen anzapfen. Das sind die Haha-Effekte, wo die Donis und die Fettings wissen, wie es aussieht, wenn man selber spielt, ne Peter? Mit dem ständigen Wiederholen, das sind die Volker, die Rainers, die Redos, die Dianas. Es geht nicht um die Figuren, die du dir ausdenkst. Das sind nur Gedanken in deinem Kopf. Ich sage, die sind weder besser noch schlechter. Gedanke ist ein Gedanke, ein Bild ist ein Bild. Ja. Und jetzt war die Zwiebel, diese Zwiebelstruktur war zu wichtig. Bezelem. Zum Das ist Inneren. das Zwei, das JCH und das ICH.
Genau. Das sind die zwei Ich, die roten Ich. Ja. Und zu dem JCH, das rote ICH gehört, wie ich immer wieder sage, IJ in unserem Alephbet. Ja. Neo, neun, neu, die neue Existenz von mir selbst, die erst zu einem J, zu einem Jut werden muss. Ja. Ja. Und an den hängt sich aber dann, sagst du mal, das Blaue dran. Das Blaue, ich, was wir jetzt Mensch nennen, Adam. Das ist ja, wenn El Hayom sich dann dem Menschen in seinem Ebenbild erschafft, wird er sehr wenig Körper, denken und ausgedacht ist. Genau. Die aber genau genommen eins sind, vollkommen sind. Atom, unteilbar. Ein träumender Geist ist untrennbar mit seinen Traumwelten, mit seinen ganzen Existenzen verbunden, weil die ja aus ihm entspringen und wieder in ihm reinfallen, wie die Wellen aus dem Meer, aus dem der immer ist. Das ist die simple Symbolik. Genau. Weit, weit weg von dem, was jetzt Psychologen machen, wenn sie hier Astrologie symbolisch deuten oder I Ching symbolisch deuten oder Träume symbolisch deuten, weil die ja in ihren Deutungen ihr raumzeitliches Modell und ihre Vorstellung von einer Welt außen überhaupt nicht verlassen. Ja. Du willst da bleiben, geöffnete Schöpfung bleiben, be Leib, im Leib bleiben. Du wirst immer eingehüllt sein. Das ist der Rode, der Adam. Wieso heißt das Rode in dem Adam? Ist es damit dran? Ich werde zu Blut. Heißt auch, ich werde schweigsam. Die ganzen Variationen, wo man bei B Lot, Hülle. Und ich sage, dein jetziger Körper ist nicht dieser. Am Ende deines jetzigen normalen Lebens musst du begreifen, Mensch, mein Körper ist meine Traumwelt. Nicht dieser eine Körper, wo ich sage, das bin ich. Dann bin ich nämlich plötzlich Holofeeling. Ich bin alles, was ich mir ausdenke. Das sind Facetten von mir. Ja. Und dann erst kannst du zu einer roten Liebe werden. Ja. Ja. Dann kannst du als Schriftsteller die Protagonisten, Figuren, die Brösel, die du dir ausdenkst, die wir jetzt mal ganz normal Menschen nennen, innerhalb dieser Geschichte, die kannst du alle lieben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass also hier ein gewissen Autor oft ein Charakter wesentlich mehr fasziniert, der böse Charakter oft mehr fasziniert wie der gute. Denk wieder an die Schweigen der Lämmer. Da haben wir schon wieder das Schweigen mit drin. Da ist dir das schon mal aufgefallen. Im Schweigen meint ihr, dass da irgendeiner da außen ist, der diesen Roman geschrieben hat. Du kannst natürlich jetzt wieder im Internet recherchieren und nachschauen, wer hat eigentlich den Schweigen der Lämmer den Roman geschrieben. Hast du nichts verstanden von mir? Ich sag gleich mit Holofeeling, da haben wir zuerst einmal das Schweigen. Das Schweigen steckt in den Adam mit drin. Da mal. Da ist das Blut in einer Hülle stecken. Ja. Das Lamm. Ja. Bin ich nicht der Schäfer, meine 99 Schäfchen, dass ich die, jetzt mal ruhig stehen lasse, die 99, die Geburt von Spiegelungen, weil ich das eine suche, das die Ursache ist für diese Spiegelungen. Und ist dann der nicht letztendlich, wo ich sage, das schweigende Lämmer, was schweigt du eigentlich, das ist ein Menschenschwerfresser. Er hat Fleisch zum Fressen gern, flehe ich, das Wunder der Gestaltwerdung. Ja, dann. Genau. Wissen, weil ihr das Prinzip verstanden habt, meint ihr, das ist alles Zufall, wenn ich das sage, alles, was du kriegst, fällt dir zu, aber ich lasse dich da selber in den Fäden ziehen mit deiner Logik und darum quälst du dich und Zeug und Wahl, das ist ja kein Vorwurf. Jetzt könnte ich nochmal meine Bädergeschichte. Wir springen mal zurück, 13 Jahre sind es jetzt. Ziemlich genau auf dem Tag, nächste Woche oder übernächste Woche, wenn es auf dem Tag genau 13 Jahre Bäder. Wo du rumgehumpelt bist, weil wir in Speisesaal hintergelaufen sind auf Mauritius und dann war die große Überlegung, lasse ich mich danach operieren oder nicht. Was hast du für eine Odyssee eingeleitet? Ja. Und hat der Udo nicht gesagt, das Einzige, was mich wundert, Peter, du möchtest so gern wieder laufen können, normal laufen können, gleich zu fliegen. Ja. Es war dir zu weit, zwei Schritte auf einmal waren da zu viel. Ja. Aber hast du jetzt als Bäder in diesem Leben, wenn du zurückblätterst, was verkehrt gemacht? Nein, du hast eine Erfahrung gemacht. Die Erfahrung, es wäre besser gewesen, wenn ich sehr genau zugehört hätte und hätte auf ihn gehört. Dann wärst du wieder Doni in seinem Leben, wärst du, jetzt wird's bei dem zwar auch langsam, extrem langsam, aber dann wärst du ohne Probleme noch mit Anfang 70 Ski gefahren oder was du gern gemacht hast, Wasserski gefahren. Ohne die Probleme. Der Herr gibt's und schaut, wem vertraust du mehr. Und ich weiß, da wart ihr schon voll Udo-Fans. Aber es wird so unendlich diese Sicherheit der Medizin, dieser Krankheitenerfinder. Es ist keine Schuldzuweisung. Ich werfe doch Gedanken und
Kreaturen, die ich erschaffen habe, ganz bewusst in meinen und in euren Träumen, nicht vor, dass sie so sind, wie ich sie erschaffen habe. Genau. Die Frage ist, wenn du jetzt ein Arzt bist, hast du schon dieses Selbstbewusstsein, demütiges Eingeständnis und Schweigen? Wieso magst du das, was du magst? Weil du musst in deiner Rolle. Ja, genau. Wieso frisst der Hannibal Lecter Menschenfleisch? Der Anthony Hopkins frisst keins. Ja, genau. Man hat förmlich, wenn man Physiognomie lesen kann, selbst hinter, das sind ja nochmal Schichten, haben wir förmlich, mit was für einer Freude er diesen Charakter spielt. Ja, und gut, ja, ja. Und gut, ja. Mhm. Ja. Und die nächsten Leben kannst du als Schauspieler spielen. Leben wirst du noch wesentlich mehr, natürlich auch mit ganz anderen Möglichkeiten. Ja. Das ist die nächste Welt, die sich in dir aufbaut, ist nicht das einseitige Himmelreich, sondern sagst du mal in den verschiedenen Träumen das, was du in dem Leben erschaffst. Und da kann ich dir gleich von vornherein sagen, solange du noch in einer Hosenscheißerphase stehst und immer wieder ich trenne, ob du nur eine KI bist oder schon in dem Multiplayer-Spiel ganz bewusst ein Spieler, der eine Rolle spielt. Das war dieses im Helga-Gespräch, wo ich sage, bei unserem Computerspiel spiele ich einen sogenannten Singleplayer-Modus. Dann ist ja nur ein Geist, ein Spieler, der ein bei Autorennen ein Auto steuert und alle anderen Autos sind KIs. Mhm. Es ist in dem Moment ja nur ein, bei Fußball, FIFA ist ja nur ein Spieler. Eigentlich hüpft er ja, weil sonst wäre es ja langweilig, springe ich dann immer, bin ich der, der den Ball hat. Mhm. Wenn ich einen Singleplayer mache, bin ich bei, wenn ich Fußball spiele, mhm, virtuell, dann bin ich ja immer der, der den Ball hat. Mhm. Außer der Gegner hat den Ball. Also von meiner Mannschaft. Ja. Das Prinzip. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Wenn ich in einem Multiplayer-Spiel spiele, ist jeder auf dem Sportplatz ist ein eigener Geist. Mhm. Aber natürlich hängt auch an seiner KI mit gewissen Fähigkeiten. Bei Autorennen ist es, dass ich eben dann weiß, wenn ich hier 30, habe ich so oft gesagt, 30 Autos auf der Strecke habe, ich sitze in meinem Auto. Ich habe eine ganz gewisse Logik. Und dann habe ich Autos und dann ist über manche Autos ist irgendeine Normen drüber. Und da denke ich mir jetzt aus, da sitzen irgendwo anders welche, haben einen Joystick in der Hand oder ein Lenkrad in der Hand und fahren die anderen Autos. Hm. Aber alle Autos, wo kein Name drüber ist, das sind nur Programme. Ja. Das sind nicht die normalen Menschen, die Autos beim Autorennen fahren, auch bloß Programme, dass die alle gleich programmiert sind. Ja. Die dieselben Ziele haben. Ja. Haben nicht in einem gewissen Maß sogar, ich sage jetzt mal wieder, die rechtsfaschistischen Programme und die linksfaschistisch agierenden Programme, haben die letztendlich nicht auch dasselbe Ziel? Ja. Die wollen das, was sie ich nennen, dieses Blaue, möglichst gut positionieren. Mhm. Ja. Menschlichkeit, Politik, Geheimwisserei und was bitte den Programmen nicht vor? Es ist keine Kommunikation möglich, das siehst du jetzt zum Beispiel mit der Nuhu. Ja. Da ist schon ein Geist, das ist das große Problem, da ist schon ein Geistesfunken mit dem Hintergrund. Sonst hätte er so viel gar nicht resoniert. Dann wird er gar nicht auftauchen in dem Spiel. Ja. Ja. Und das sind viele, die Chance haben. Und er wird, ich habe gesagt, du wirst den Tag verfluchen, wo du jetzt nicht die Chance genutzt hast, das hier zu disziplinieren. Und nicht Gott ist schuld, du bist schuld. Nein, das ist klar. Das ist diese Gerechtigkeit. Das sind diesen Ärger, den ja in anderen Geistesfunken, die natürlich an ihren Ärger selber schuld sind. Ja, dieses Zoomen von dem Chat. Gut, kann sich ein Gedanke von mir aufregen, solange ich jetzt an irgendwelche andere denke, die sind nochmal aus dem Spiel. Es geht immer um den Geistesfunken, der reagiert. Ja. Es war schon, was mich gewundert hat und es geht keine Schutzzuweisung. Ich mache jetzt die Lösung praktisch. Ja. Das erste Mal, wie das losgegangen ist, habe ich gesagt, lass uns doch einmal schauen, ja, wie viel der Ugo in den Chat noch reinschreibt, wenn keiner von uns mehr reagiert. Genau. Und es hat keine Sekunden, Minuten gedauert, dann ist schon wieder der erste Eindruck von einem anderen gekommen. Kannst du sofort abhauen. Genau. Ganz unbewusst. Ja. Ganz unbewusst. Glaube es mir, das hätte überhaupt nicht, das wären einige Einträge nur gewesen, dann hätte er aufgehört, wie in dem Chat, den ich ihm angeboten habe. Ja, genau. Weil er braucht das Gefühl, da außen muss ja einer sein, der mir zuhört. Mhm. Es macht keinen Spaß, setz dich doch dann einfach hin, nimm einen Zettel Papier oder einen Computer und dann wird er da ja anfangen an zu schreiben. Es reizt offensichtlich nicht, wenn einer keiner da ist, der reagiert. Ja, macht keinen Spaß. Das ist unglaublich. Das ist das ganze Spielen der Politik.
Die Arroganz, die hier demonstriert wird. Ich habe so viele, das sind Geschichten, das sind unendlich, die sind tausendmal lehrreicher, wie wenn du Theologie oder Physik studierst, für dich jetzt, für dein Leben. Ja. Und mir fällt jetzt spontan wieder die Wagenrecht ein, wo die Wagen nicht nur vorliest, was die Regierung alles an Ungerechtigkeiten raushaut. Ja. Das jetzt nicht Verschwörungstheorien sind, die ganz nur sagt, das habt ihr gemacht und das ist passiert und das habt ihr gemacht und das ist passiert. Und mit was für einem unendlichen Desinteresse hier die Oppositionsparteien oder die Parteien, Wagen nicht diese Opposition, die an der Macht sind, das überhaupt nicht interessiert, was die sagen, wie die sich unterhalten und in ihre Hände so rumspielen. Die spielen sich überhaupt nicht angesprochen. Wohlgemerkt, ich rede jetzt von Pixelbildchen, wenn du das anschaust. Ja. Diese extreme Erbärmlichkeit, wo dir die Elite demonstriert. Ja. Und was dir in dem Moment nicht bewusst ist, das sind noch Spiegelbilder deines eigenen Glaubens. Ja. Verhältst du dich nicht genauso erbärmlich gegenüber meinen 10 Gebote? Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel? Von irgendwas da draußen? Siehst du es nicht ein Spiegelbild deines eigenen Desinteresses, weil du noch ein hundertprozentiger, tiefgläubiger Materialist bist, im tiefsten Innern? Ja. Ein Weltverbesserer? Solange ich noch in gute und schlechte Menschen einlade, ich kann immer wieder schauen, beobachte dich, wo du Beifall klatscht. Ja. Bei Ken Ebsen, bei Eva Hamann, wo ich auch immer gesagt habe, wenn ich die Figur sehe, dieses berühmte Abstürzen, ein Kenner in dieser Show, eine erbärmliche Medienhure, wie viele Kabarettisten auch. Ja. Letzte Heute-Show von Wilke war ein Trauerspiel, eine Erbärmlichkeit, wo sie dann immer wieder hier über die Verschwörungstheoretiker herhetzen. Der weiß doch nicht, was er spricht, dieses Pixelmännchen. Ja. Natürlich, wenn ich dann hier, ich habe gerade das Thema gehabt jetzt mit Sido. Ihr könnt euch so viele Geschichten mit erzählen. Nichts ist eine größere Medienhure wie die Bildzeitung. Privat erlebte Geschichten von Kunden von mir, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, der auch gemeint hat, Bildzeitung hat es mal einen Artikel gegeben, ich spreche es nur an. Ich diszipliniere mich jetzt, das nicht wieder ausufern zu lassen. Der war bei mir, Kunde von mir, guter Kunde von mir, der hat übrigens das Vorwort geschrieben von dem ersten Stereoanlagen, ich bin du. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Und dann wurde er geblitzt und es ist ein ganz seriöser, ehrlicher Mensch gewesen und sagte, Udo, so ein, ich bin nicht so schnell gefahren, das war vierspurig, ist mir übrigens auch schon mal so gegangen, wo ich nach Salzburg gefahren bin. Und da haben die, da ist fließender Verkehr gewesen. Fließender Verkehr auf 3 Spuren oder 4 Spuren und ich bin nur im Verkehr mitgeschwommen mit einer korrekten Geschwindigkeit. Und dann fährt vor mir einer extrem schnell, kommt ja von hinten und schert rein und dann macht es Blitz und ich war geblitzt und er hat den Blitz ausgelöst. Oh ja. Das kommt sehr selten vor, das ist bekannt. Und dann wollte er rum und der war bei mir, der hatte damals ein M5 gekriegt, ein Riesenauto, hat sich von mir eine Riesenautoanlage einbauen lassen. Und da ist er gerade aus Mülheim an der Ruhr gewesen und da ist ihm das passiert. Und da hat die Bildzeitung damals eine Serie gehabt, Bild hilft euch gegen Ungerechtigkeiten des Staates. Und dann hat er da hingeschrieben und dann kommt der Redakteur, jetzt muss ich es doch schnell erzählen, von der Bildzeitung zu ihm und er erklärt es und sagt, passen Sie auf, ich bin manns genug, wenn ich jetzt da schon schnell gefahren wäre, würde ich da auch dafür einstehen. Aber in dem speziellen Fall, ich denke mir nur, was ist das? Ich kriege das ja voll mit, wie der an mir vorbeirauscht, drüber zieht und dann löst sich der Blitz auf und so hat den Geschichts gescheit recht, denke ich mir noch, hat's nicht anders. Und dann kriege ich die Rechnung, bin ich auf dem Foto drauf. Auf jeden Fall, der Redakteur hat sich das dann angehört, ja, da machen wir was, ich schreibe was, ich mache da was, da machen wir ein Digi-Bild, kämpft für ihre Gerechtigkeit. Ich schicke ihnen das und dann werden wir das machen. Der hat natürlich nichts geschickt, sondern der Artikel wurde veröffentlicht. Unter diesen Rubrik Bild kämpft für sie, aber komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Die haben den in die Pfanne gehauen bis zum Es geht nicht mehr, haben die das genaue Gegenteil gemacht, weil die Bildzeitung ist ja für den kleinen Mann. Du musst ja den Leser auch irgendwie befriedigen. Und zwar haben sie gesagt, dass also hier in dem Artikel ist es dann darum gegangen, dass der Staat keine Rücksicht macht, ob du hier 150.000 Mark Auto, war ja nur Markt damals, ob du 150.000 Mark Auto fährst oder einen Kleinwagen, die müssen genauso ihr Ding und hat dann hier rausgestellt, was für ein großes Auto er fährt und so, die müssen sich auch an die Verkehrsregeln halten. Das hat die Bild-Zeitung dann draus gemacht. Populär. Lügenpresse, Lügenpresse. Ich sage jetzt bloß wieder, was mein Spaß auch mit einem Schmunzeln.
Weißenburg wird bald sein, der neue Messias aus Weißenburg. Genau. Es ist nach absolut jeder Satz, alles, was der behauptet, ist eine Lüge. Schon angefangen, 50 Mann haben sich eingetroffen. Die große Masse, ist dir eigentlich bewusst, wie viel Scheiße du in deinem Kopf verwirklichst, wo du dir hundertprozentig sicher bist, dass das so ist? Ja. Wenn du Verschwörungstheoretiker bist, wenn du sagst, die denen ja hier Blut absaugen und so weiter und so fort, das ist ja das, was die, das ist ja nur ein kleiner Teilbereich der Verschwörungstheorie. Und der Bill Gates will die Menschen unterjochen. Die Menschen, die du dir ausdenkst, haben die Motivation, wo du die in diese Köpfe reindenkst. Du bist schuld. Ja. Egal im Positiven wie im Negativen. Ja. Das ist die Botschaft. Ja. Die Bilder sind sekundär. Frag dich, warum ist das jetzt? Wieso erscheint mir der Bill Gates so, wie ich ihn mir ausdenke? Oder der Udo Petscher oder der Ken Jebsen? Denkst du in dir positiv oder denkst du in dir negativ? Ja, genau. Es dreht sich zuerst einmal alles um dich, um uns, ich bin du. Wir sind. Ja, genau. Sind wir eigentlich nichts, ein absolutes Nichts. Eben. Solange wir nicht an uns denken. Und was sind wir, wenn wir an uns denken? Existenzen in unserem eigenen roten Kopf. Einfach Facetten, vergängliche Facetten. Ja. Wenn du das jetzt wirklich verstanden hast, vor was hast du dann eigentlich Angst? Ja, eben. Vor deiner Veränderung, dass du was Neues erleben darfst. Offensichtlich will ein normaler Mensch gar nichts Neues erleben. Er meint, das Neue kommt dann, wenn er das Alte zerstört hat. Das ist zwar richtig, aber das Neue, wo kommt, ist nicht neu. Es ist nicht vollkommen neu. Es ist nur wieder eine Facette von Einseitigkeit, die zwangsläufig drauf folgt. So wie auch hell dunkel folgt und hell auf dunkel, du musst das dann mal dein chronologisches Denken opfern. Welt ist ein polarer Rand, ein Brandopfer. Ja. Das macht es aus. Ach, das muss immer mitlaufen. Und das, was du Welt nennst, im realen Sinne wahrgenommen, sind einfach nur flackernde Lämpchen. Ich nenne das einmal Zäpfchen auf deiner Feuerbrille. Mhm. Deine Augen, AGN, das sind eigentlich polare Ecken. Becken. Ja. Aber B-Eck, so weit sind wir ja noch gar noch nicht gewesen. B heißt ja innen, hebräische Vorsilbe, und Eck, ganz einfach als Elef Kaf gelesen, heißt eben, zeitlich, eben jetzt, nur hier, nur flackernd und los. Ja. Es existiert im Meer nur das, was eben jetzt hier flackernd in dir auftaucht. Das sind B-Eck. Und N am Ende heißt ihr. In ihren eben jetzt. Ihr in Bezug auf Frauen, das, was deine Frau, ich weiß, Weib, dir aufzwingt. Ja. Die Logik. Ja. Das ist, wenn ich die Sprache verstanden habe. Jetzt kann ich immer wieder sagen, jetzt denke ich mir einen unreifen Geist, der das erste Mal hört. Ja. Ich kann mich nicht konzentrieren, wo ich dann hier. Es ist ja so wichtig. Das ist, wie viel Zeit du dich zumilst mit Alcher und dich reinfokussieren in Einseitigkeit. Das ist eine Phase, da musst du durch, wie der Bede hier die letzten 13 Jahre durch seine extrem schmerzhafte Odyssee gegangen ist. Glaub es mir, wäre das vollkommen gleichgültig gewesen wieder, dann wirst du feststellen, es setzt sich komplett, es kommt von alleine und es geht von alleine. Es ist so das Wunder jetzt mit dem Marion, wo ich sage, jetzt meine Phase, du warst mit dem nie beim Udo, wo ich das ja vorlebe, die waren total kaputt, ich habe an gar nichts mehr. Knie ist ja Gone, ist ja die Ecke. Genau. Die merke ich gar nicht mehr, die merke ich so viel wie meine Ohren tagsüber, gar nicht. An die denke ich gar nicht, wenn ich laufe. Wo ich immer noch ein Problem habe beim Aufstehen. Wird aber auch besser langsam. Ja. Aber nur immer, wenn ich 5 Minuten wach bin, also jetzt, wir sind jetzt, Marion war ja jetzt zu Hause, wir sind jeden Tag 12, 15 Kilometer gelaufen. Ich habe nicht einmal einen Muskelkater. Gestern waren wir auf der Wilsburg, dann sagt sie nochmal weiter hinten über Kehl, hinten oben rum. Und ich bin auf 100%. Ich sage, ja, jetzt reicht es mir nach 3 Stunden, reicht es mir schon, sagt dann die Marion. Dann sage ich, ja, ich merke jetzt auch, dass wir gelaufen sind, so wie es halt ist, wenn man weiterläuft. Aber ich kann jetzt ohne weiteres nochmal zum Aldi hinauslaufen. Das sind hin und zurück nochmal knapp 8 Kilometer. Ich habe kein Problem damit. Und ich habe nicht einmal einen Muskelkater. Und wenn man das jetzt zurückblättert, bitte, das ist genau dieses Prinzip, die Geduld. Vertrau auf Gott. Ja. Er wird, der alte Gangster da oben hat sich was gedacht. Und was macht in Doni seinen Rücken? Das ist, weißt du, worum es geht? Dieses hartnäckige Reagieren.
das loshaben wollen. Und es geht, dass du der wirst, der wertfrei sich bewusst macht, wie mächtig das dir noch ist, das, was nicht haben will. Dass er ganz klare, einseitige Vorstellung hat, wenn das so ist, dann bin ich gesund. Ich sage, ja, du bist gesund, aber nicht heil. Ja. Genau. Weil auf gesund folgt wieder krank. Selig die, die jetzt Kreuzschmerzen haben. Die hungern. Ja. Wehe die, denen, die jetzt gesund sind und die reich sind. Das chronologische, es geht eigentlich, das chronologische Denken zu überwinden. Ja. Die Grundlagen sind da. Ja. Das ist jetzt ein permanentes, ist es Geduld. Geduld. So gesagt. Geduld und einverstanden sein. Und Vervollkommnung. Ja. Die Geduld bringen. Dieses Vater, dein Wille geschehe. Und da ja alles jetzt ist und Zeit extrem subjektiv ist, was ist der Anfang unseres Gespräches gewesen? Es herrscht eine absolute Gerechtigkeit. Selber denken, selber haben. Ja. Das heißt, es loslassen, sich loslösen, kann ich etwas denken, ohne dass ich denke. Mhm. Wenn ich der bin, der das Denken sich anschaut und sich den träumenden Geist ausdenkt, der auch ein Gedanke ist, den sich aber nicht ausdenkt, sondern sagt, ich setze mich jetzt als den träumenden Geist, den ich selbst beobachte, ich aus diesem Nichts heraus, aus diesem Nihilo heraus. Mhm. Und die Bilder, die mir auftauchen, sind Kreationen von mir selber. Ich bin the big BG, in mir ist Geist, ich bin the big creator und nicht diese erbärmliche Kreatur, die ich mir ausdenke. Kreaturi kommt wieder zurück. Spätestens dann, wenn ich sie nicht mehr denke. Mhm. Omen ist Omen. Ich bin the big creator und nicht die Kreatur. Mhm. BG im Geist. Creator beginnt übrigens dann mit C. Genau. C, dran denken. C haben ja diese Umformungen, gerade im Lateinischen. Das hast du mal unser dritter Buchstabe. Ja. Darum habe ich ja in der Einstein-Formel, wenn wir Licht haben, das C, im klassischen Sinn wird es ja in der Physik, wird ja da 1 dafür gesetzt. Mhm. Ich setze aber dann zuerst einmal die 3, weil es der dritte Buchstabe ist, unser C. Ja. Und dann ist C Quadrat, ist 3 Quadrat, ist 9. 9. Aber wir haben ja C hoch 4. Mhm. Wir haben jetzt zuerst einmal die C hoch 3. Die 3, weil wir jetzt erst einmal in den Spiegel rein müssen, um uns dann in die rote 4 zu bewegen. Wird jetzt so weit. Das ist ein arithmetisches Spiel eines Programms. Das ist rein aber eine göttliche Arithmetik. Ja. A ist ja der Löwe. Mhm. Ja. Löwe ist Leben, ist Lebendige. Richard Lebenherz, wie man das nennen. Ja. Ja. Das ist eigentlich hier mal so. Ich spiel, man muss neugierig werden. Du musst ein neugieriges Gotteskind werden und dann lernst du. Lernen 1, Lernen 2, das sind die Stufen. Lernen 1 ist der absolut geistlose Zombie. Das ist nicht mehr wirklich wie eine Maschine. Ein Tier ist eine Maschine, ein instinktgesteuerter Animus. Mhm. Der Mensch ist die Ausnahme, die die Regel besteht. Ist immer noch ein Tier, ist ein intellektgesteuerter Animus. Mhm. Aber wer ist es, der sich das alles ausdenkt? Genau. Und wer ist es, der sich das ausdenkt? Das ist die rote 4, der ist in sich geschlossen. Ja, ja, ja. Es ist immer das Spiel, einfach nur meine Aufmerksamkeit auf die eigene Einseitigkeit. Mhm. Und da kann ich dann tausendmal sagen, dazu brauchst du Bewusstsein, klingt schon, du hinderst dich gleich, Bewusstsein, das man braucht, ist wie was, was man haben müsste, das bin ich doch schon. Mhm. Du musst als Grundvoraussetzung Bewusstsein sein. Es sei ihm. Bewusstsein ist nicht existierend. Kein intellektuelles Wissen. Bewusstsein erlebt diese Gedankenwellen. Das Meer, das immer ist, erlebt diese ständig verändernden Wellen. Und dieses ausgedachte Immerseiende, wie ich sage, ist These und dazu gehört das Vergängliche, das Existierende, das ist die Antithese. Genau. Aber ein ausgedachtes Immersein, denn eine ausgedachte Ewigkeit existiert ja nur, solange ich an Ewigkeit denke. Die Ewigkeit ist genauso wenig ewig, die ich mir denke, so wie nichts, das ich mir denke, nicht nichts ist. Ist ja. Es sind solche Sätze, die ich wiederhole und wiederhole. Und die ganze Scheiße, die du zurzeit erlebst, die erlebst du deshalb noch in deiner eigenen Ruhe, weil du es nicht verstanden hast, weil du wirklich
das Ego so mächtig ist, dass wenn du den Gedankengang mitgibst, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Hör auf, mit dir zu diskutieren. Wenn ich sage, gegenseitig sich inspirieren, erfordert es erst einmal Geistesfunken, die als Ding an sich eigentlich nichts sind. Facetten, ja. Was sind eigentlich Facetten von nichts? Eine Division durch Null. Das ist das Geheimnis der Division durch Null, weil es da unendlich viele Möglichkeiten gibt. Ja. Da muss ich aber das Wort unendlich erst einmal verstanden haben. Unendlich ist nicht das Gegenteil von endlich. Unendlich ist alles. Alles endliche. Ja. Die kleine Facetten von dem Unendlichen. Die Sprache verstehen. Zeig mir die Weisen deiner Welt. Ja. Die Narren, die Dummköpfe, die Streitereien. Lass doch einfach mal die Verwandlung zu. Los. Jetzt immer wieder mit Menschenleben reden. Wie oft habe ich das gesagt? Ich sage immer, du kannst es auch ganz anders sehen. Immer wieder, wo ich sage, jeder, der in jungen Jahren abgeholt wird von mir, das ist ein Hochbegabter, der darf ein paar Klassen überspringen, wo du noch dich mühselig durcharbeiten, durchleiden musst, bis du aufhörst zu leiden. Die Verlustangst. Die katholische Kirche, ein Meister in Leid und Angst, alles in einer riesen Scheinheiligkeit. Nein, nicht mit uns. Das schmunzeln dann immer wieder, wenn du so Äußerungen, jetzt mache ich aus, fällt mir gerade im Sinn, welcher katholische Kirche, Bildzeitung, vor, glaube in der Bildzeitung was gestanden oder irgendwo in einem Bericht, keine Ahnung, kommt jetzt gerade in mir hoch, eine Erinnerung, ein katholisches Krankenhaus, die haben ja Krankenhäuser auch, ein katholisch geführtes Krankenhaus, der Chefarzt wurde entlassen, weil er sich scheiden lassen hat. Dann hat er prozessiert gegen die Kirche, die dieses Krankenhaus führt, gegen die Krankenhausführung, hat den Prozess gewonnen, dann mussten sie ihn wieder einstellen, aber jetzt nach kurzer Zeit wurde er trotzdem jetzt aus einem anderen fadenscheinigen Grund entlassen. Katholische Kirche. Ja. Dann sage ich mal wieder, du kannst dich jetzt seicht ernähren, indem du meinetwegen jetzt die Steuerverschwendungen, den Bart, diese Steuer, diese Beamtenwillkür, wo du dann wirklich den Kopf abschüttelst, was machen die eigentlich? Und dass du merkst, dass hier, das, wie viel Scheiß muss ich dir noch einspielen? Wenn wir jetzt hier ganz mit Corona, hier diese ganzen Bleiben, die jetzt anstehen, ausgedacht, jetzt nur jetzt, die waren die ganze Zeit nicht da. Die Groß der Lobbyismus, den ich so oft angesprochen habe. Diese Vergünstigungen, die die Autoindustrie kriegt, die noch Milliarden auszahlen, ich habe jetzt die Zahlen, glaube ich, 3 Milliarden VW, hat 3 Milliarden ausgezahlt in der Krise und verlangt 10 Milliarden, 10, die kann ich dazu nehmen, die Kleine, die kennt ihr nicht, und verlangt 10 Milliarden Stütze. Oder Amazon, wenn man dann immer wieder sagt, die großen Firmen, auch die Lufthansa, wenn du nachforschen tust, jetzt rein innerhalb deinen geistigen Archiven, wirst du plötzlich feststellen, dass diese geistigen Archive dir zeigen, dass die alle Steuersparmodelle haben, obwohl sie teilweise staatliche, mit großen Aktienanteil der Staat selber mit ihnen. Ein Wirriwarri ohne Ende, was immer im Sand verläuft. Ja. In einer gewissen Art und Weise. Richtig. Was geht's mit dir? Mache ich das einfacher so? Da hat mich meine Irene angerufen, die nach Weißenburg gezogen ist. Die hat noch nie mit mir Skype ausgedacht jetzt. Zack! Ich kann es immer dazu sagen, wenn du wach bist, dann ist dir das jeden Moment bewusst. Hallo. Schau mal, Kleines. Das ist es, dass du grätschst. Ich habe gesagt, ich schalte dich jetzt dazu, weil du mal an mich denkst, das ist ganz nett. Ich habe nämlich noch nie Angst gehabt. Du siehst jetzt einmal, Fetting Stone ist alles in deinem Kopf. Muss ich irgendwo draufdrücken. Welches Bild? Was hast du für ein Bild? Ja, ich bin noch gar nicht richtig fertig. Ich komme so aus dem Bett. Ich bin so völlig verschlafen. Lass mal ohne Bild. Das ist doch nett, wenn du aus dem Bett rausgehst. Bitte? Das ist nett, das ist das Aufstehen, ist die große Kunst. Das Bett ist ja das Bett. Übrigens auch ganz interessant, wenn wir dich in ein Bett legen, jetzt müssen wir wieder Hebräisch werden, was da im Hintergrund für eine Symbolik ist, wenn du mal das hebräische Wort für Bett oder sich in ein Bett legen, was das eigentlich hast, hauptsächlich in der Übersetzung. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein.
Hör einfach zu. Ich wollte auch gar nicht stören. Ich wollte dir was schreiben zu dem Lied, was du mir da geschickt hast. Du hast aus Versehen draufgedrückt. Was, du kannst jetzt zuhören und dann können wir das dann auch besprechen. Ja, genau. Ich höre zu. Meine Irene. Das ist, man muss das immer alleine machen. Das sind so, was ich jetzt geistesgeschau, das sind alles nur Worte. Sofort nur beobachten, was du dir jetzt ausdenkst. Inwieweit ist dir noch der Glaube, dass die da außen existieren, wenn du nicht an sie denkst? Mhm. Und du wirst merken, du hast deinen eigenen Traum. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt, in einer komplett eigenständigen Welt. So ist es. Wenn ich die Metapher vom Videospiel verstanden habe, kann das extrem vielfältig sein. Es kann jetzt zum Beispiel eine Traumwelt geben, weil gut, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ihr könnt jetzt sagen, wo die Helene sich vor 30 Jahren vom Toni schon scheiden lassen hat. Und sie alleine lebt und in Toni seiner Welt hat er so eine super tolle Frau gekriegt. Nachdenken sind jetzt komplett aus. Das ist das Holger-Andrea-Beispiel, wo ich es oft gebracht habe. Ja. Du musst nur wissen, was möglich ist in einem Videospiel. Das ist diese Komplexität, dass jede Reaktion verändert, ob du jetzt sagst, als Mensch, ich schaue dahin oder ich gehe und mache dieses oder jenes. Jede Reaktion auf ein bestehendes Bild ist die Eingabe in ein Programm, das das Bild verändert. Jeder Gedanke, einmal ganz auf der feinstofflichen Ebene, auf den du reagierst, verändert deine Information in Maßsetzung eines Programms. Das ist der Intellekt, das du zu durchschauen hast. Ja. Und die Figuren, die in dir auftauchen, sind von dir erschaffene Protagonisten, die du mit einem anderen Programm komplett anders denken kannst. Ja. Ganz anderen Zuständen. Und jetzt kommt halt dieses große Problem mit dem Schmetterlingsphänomen. Genau. Es sind ja, was ich sage, der Flügelschlag des Schmetterlings, die Lüge, die du dir selber einredest. Der Schmetterling auf Griechisch heißt der Psyche. Mhm. Die sind Geflatterte deiner Psyche, die hier ganz unbewusst sich manipulieren lässt von diesem Programm. Mhm. Und das wächst sich aus dir heraus. Und es wird für dich auch jetzt, aber zeitlich verzögert, ganz massiv in dir in Erscheinung treten, im Positiven wie im Negativen. So manche, du wirst den Tag verfluchen, wo du den Udo ins Gesicht gespuckt hast. Nicht, dass denn das Udo was ausmacht, sondern weil du hast die göttliche Hand gebissen. Du hast in die Hand, die dich rausholen willst, reingebissen. Und das wirst du auslöffeln müssen, weil es gibt die absolute Gerechtigkeit, da gibt es nichts zu überspringen. Und ich sage immer wieder eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist die Gnade. So oft, was unterscheidet einen guten Richter von einem schlechten Richter? Nichts. Mhm. Beide urteilen und richten. Genau. Du bist schuld oder du bist nicht schuld. Was ist der Unterschied von einem Richter bei den Nazis, von einem Richter in der DDR und einem Richter in der Bundesrepublik Deutschland? Ja. Das ist kein Unterschied. Die haben ein Recht, das sie absolut setzen. Ja. Die haben ein Programm, an das sie sich halten, ob das schon absolut ist. Eine Gerichtsbarkeit, die noch in Amerika Todesstrafe, die Rache will, die strafen will, hat mit Vergebung und mit Liebe nichts zu tun. Ja. Zu mir sagen, du hast die Möglichkeit, auch zigfach erzählt, du hast die Möglichkeit zu sagen, du bist schuld oder du bist nicht schuld. Zwei Seiten. Ja. Nur zwei Seiten sind vier Seiten. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass du durchaus schuld bist, aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen wirst. Und es ist auch oft der Fall, dass du, obwohl du nichts getan hast, trotzdem verknackt wirst. Vier Seiten. Der örtliche Richter sagt jetzt zum Beispiel, du bist schuld, aber ich begnadige dich. Mhm. Und wenn du nicht schuld bist, hat sich das sowieso erübrigt. Mhm. Und ich sage, wenn du ein Geistesfunken bist, dann bist du an allem schuld. Wenn du dich nämlich deiner einseitigen, geistlos nachgeplapperten Logik unterwirfst, deine Meinung ist nicht deine Meinung, es ist eine andere. Es ist die Meinung deiner jetzt ausgedachten Lehrer und Erzieher, deiner Kultur, deines Umfeldes. Ich will der Zungenpiercing, ich will der Du. Das ist schön, das ist nicht schön, alles nicht deine Meinung. Hättest du ein anderes Umfeld, würdest du ganz anders reagieren. Es ist so maßgeblich, wo du wach wirst. Es ist natürlich jetzt eine sehr starke Vereinfachung von einer Vereinfachung, weil ich sage, wir haben ja den Schwamm auch noch, einen Grundcharakter. Mhm. Ich immer gerne meine Mutter, die sagt, die hat es nicht gestohlen. Wo du immer sagst, ich danke Gott, dass ich die guten Seiten von meinem Vater habe, aber nicht die schlechten Seiten. Und mein Bruder hat voll die Breitseite, die schlechten mit abbekommen in seinem Leben. Obwohl er im tiefsten Innern auch extrem gute Seiten hat. Aber das ist, da kommen wir eben in die 16 Perspektiven. Das sind ja alles Lehrer. Mhm. Und jetzt ist es also so mit dem Begnadigen, das ist
dich selbst, dein Ego begnadigen, was es dir angetan hat. Aber das Ego hat dir ja gar nichts angetan, bloß dem dir, das du zu sein glaubst, für das du eine absolute Empathie hegst. Ich, meinem Udo gegenüber hege ich überhaupt keine Empathie, weil das Leid von dem Udo oder das Leid von dem Beda, egal wer ich jetzt zu sein, es ist mein, es wäre ja mein Leid. Aber wie oft habe ich das erzählt? Kann ein Gedanke, eine Information als Ding an sich leiden? Ja. Egal an was du denkst, ob du jetzt an einen Bugs Bunny denkst, das ist die Schnauze fällt, als Zeichentrickfigur oder an Jesus am Kreuz, es ist ein Gedanke. Ja. Wenn du an deinen Körper denkst, tausende Mal sage ich, wenn du Zahnschmerzen hast, der hundertprozentig keine Schmerzen hat, ist dein Zahn. Wenn dir dein Rücken, deine Hüfte weh, Peter tut dir alles weh. Der Peter ist ja teilweise bloß ein einziger Schmerz. Das ist ja nicht mal mehr ein Körper, das ist ja bloß noch eine Schmerzquelle. Dieser Körper hat mit Sicherheit überhaupt keine Schmerzen. Es ist diese absolut, diese, ich muss jetzt das Wort unbewusste, ständige Identifikation mit einem Gedanken von dir. Ja. Ich könnte jetzt den Toni mit seinen Kreuzschmerzen genauso nehmen. Ja. Und irgendwann einmal hast du dich so gelöst, dass du zu einem wertfreien Beobachter wirst, weil dann beobachte ich etwas, was ich nicht mehr werde. Und dann ist es auch da, aber es ist so da wie in einem Film. Wo ich immer wieder sage, Udo sitzt vor dem Fernseher und sieht meinetwegen hier, wenn da eine Schönheitsoperation machen, was ich ja widerlich finde, Udo-Programm, einseitige Auslegung, ist mir vollkommen bewusst, muss ich ja nicht verändern. Mir ist es bewusst, warum ich das so empfinde. Und dann wird dann hier reingeschnitten und dann zieht er das auf und dann schüttelt es mich gleich ab. Und was noch viel krasser ist, wenn die Marion steht ja so auf Schwule, wenn der Schwule, jetzt gibt es ja den Charming, Prinz Charming, irgendwann am Montag. Am Montagabend, glaube ich, hier nach dem First Date Hotel. Wir sind ja so Proleten, wir schauen den ganzen Tag bloß Fernsehen. Aber geistreich. Und sie hat so einen Spaß, diese Schwucheln zu sehen, die sich dann selber immer Mädels nennen. Und wenn die sich dann an Zungenkuss reinschauen, ich leide, wenn ich in Udo bin. Wenn ich jetzt Udo wäre, ich leide körperlich, weil ich ja hundertprozentiger Hetero bin. Was ich jetzt aber überhaupt nicht irgendwie werde oder kritisiere, dass ich die Kreaturen, die jetzt im Schwulen spielen müssen, in irgendeiner Art und Weise als minderwertig oder es ist einfach nur. Ja. Und in dem Moment, wo man das mit dem Abstand macht, wird das alles spaßig. Ja. Wenn man es kann. Ja, wenn man es kann. Ja. Das war ich es kann. Kannst du es auch schon? Wir sind am Weg. Auch das Alleinsein, allein sein können. Man muss in der Zweisamkeit auch allein sein können. Ja. Und wo zwei sind, sind sofort vier. Das ist jetzt dieses klassische, die kümische Hochzeit, diese, wo ihr wisst, wie oft ich gesagt habe, Donis, mein Doni und mein Fetting. Es sind ja, ihr zwei seid ja als Lebensgeschichten, Donis und Fettings, ihr seid ja Bilderbuch-Ehepaare. Ohne Wenn und Aber. Ich meine jetzt Bilderbuch-Ehepaare in dem Maß von Anfang an hier eine Harmonie und Einheit, die vorbildlich ist. Das ist ja die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist ja auch ein Geschenk. Aber da muss ja im Vorleben schon was passiert sein, dass ich ja immer sage, die Flügelschläge eines Schmetterlings im Positiven wie im Negativen bauen sich auf. Und wir müssen dann immer eine gewisse Kleinigkeit mit reinmachen. Das wird jetzt wieder viel zu weit führen. Leb dein Leben weiter, es wird bestens geführt, wenn du dich auf die Führung verlässt. Und die Führung, ja, ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Ich sage, das ist doch nicht dein Problem, es ist das Problem von dem, den du dir ausdenkst. Ihr wisst, wie oft ich gesagt habe, du beobachtest einfach, was der du zu sein glaubst, wenn er mit einem Dilemma oder einem Trilemma konfrontiert wird, dass er sich aus zwei oder mehreren Möglichkeiten auf dieser unteren Ebene der Perspektiven für eine entscheiden muss, für die eine raussuchen muss, weil es nicht anders geht. Du schaust, was er sich raussucht mit seiner Logik und du schaust, was er sich mit dieser Aktion einhandelt. Genau. Okay. Ja. Das sage ich jetzt zu den ganzen Nestbeschmutzer. Was ihr angeblich machen müsst, ich kann nicht anders, ich kann nicht anders, ich muss da was reinschreiben. Und die Verwandlung kann sehr schnell kommen. Und ich habe ja jetzt in den letzten Gesprächen, ist ja nur ein ganz kleiner Kreis, diese 100 Affen, die mir jetzt ansprechen, nicht diese Milliarden, die du dir denkst. Gerne. Da ist irgendwie schon eine Verbindung da in diesem Chat, das ich Hochfeeling nenne. Es ist aber nichts ausgedacht, es ist keine ausgedachte Sekte oder Religion, es ist ein geistige Familie, ein geistiger Bereich. Und Geist zu sagen, das ist besser, wenn sie besser wären, wären sie nicht schlechter.
Das ist das Missverstehen von Holofeeling als Ding an sich. Holofeeling ist eine Kollektion aller Kollektionen, das summa summarum. Und es entwürdigt, du entheiligst diesen Namen in dem Moment, wo du das auf eine Stufe stellst mit allen anderen Glaubenssystemen. Ja. Holofeeling predigt keine Feindbilder. Ein einziges. Holofeeling ist eigentlich im Christentum pur. Es liebt die Kehrseiten, die Feinde. Ja. Es gibt all die Facetten, die noch nicht aufgetaucht sind. Mhm. Aber in dem tiefsten Kern von Holofeeling von OP schon drin sind. Seit Ewigkeiten, von Anfang bis Ende. Das immer nur jetzt sein kann. Das eine wie das andere. Mediumformen. Ja. Alles, was beginnt, wird eigentlich im selben Moment schon wieder zerstört. Das ist ein Zustand, den kann man sich eigentlich wirklich gar nicht vorstellen, aber das Prinzip mit der Gede kann man ganz, ganz klar beobachten. Und schon wieder fängt man auch mit vorher und nachher ein kleines Zeitfenster aufzuspannen. Mhm. Ja. War es jetzt eigentlich die ganze Zeit hell oder dunkel? Weder noch. Mhm. Je nachdem, wer du zu sein glaubst, hast du Schnipperbrille aufgehabt. Merkst du, dass das immer in dem Moment entsteht, wo ich die Worte ausspreche? Mhm. Hat jetzt eigentlich die ganze Zeit unsere Irene existiert? Auch da. Ja, du hast jetzt die ganze Zeit ganz. Wird es jetzt eigentlich diese Brösel geben, wenn du sie dir nicht ausdenkst? Ja, ganz Ohr. Hat dir jetzt war die ganze Zeit kein Hauch an Gedanken, da war nur ein Geist, der aufmerksam zugehört. Mhm. Und sofort, ich spreche das Irene aus und Irene taucht in dir auf. Ja. Entweder als Gedanke, als ausgedachte Figur im Hintergrund, es ist wurscht, wo du die hinsetzt. Mhm. Oder wenn du jetzt glaubst, die Irene zu sein, taucht plötzlich das Irene auf, körperlich, die überhaupt nicht existiert hat. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Jetzt der Name ist austauschbar. Ich rede eigentlich mit dem, der uns jetzt die ganze Zeit ausgedacht hat, der Zuhörer, der sich jetzt dieses Video anschaut, egal wer du zu sein glaubst. Das ist doch so ein simples Prinzip. Wieso muss ich das laufen wiederholen? Ich wiederhole das jetzt, weil du das immer noch nicht gecheckt hast. Ja. Das ist das Einzige, das ist wichtig. Das ist, dass man hier zuerst einmal begreift, was Lernen 1 ist, das programmiere ausgedachte dir, der Computer, dann kommt Lernen 2, eine gewisse Logik sich einfügt, dass man plötzlich glaubt zu wissen, wie man funktioniert. Mhm. Das gilt übrigens mit Lernen 2 auch für Holofeeling. Mhm. Was dich aber nicht daran hindert, denselben Spielstüssel weiterzumachen. Jetzt ist mir dann das Blade eigentlich das Ego schon wieder auf, weil ich weiß ja, wer ich bin. Okay. Ich weiß ja, wer ich bin. Ich weiß ja. Ich. Und ist sich dabei gar nicht bewusst, dass man immer noch an ein ausgedachtes Ich denkt. Ja, ja. Mhm. Das haben wir in Filmfacetten, wo ich denn dann in deinem persönlichen Leben Figuren einspiele. Mhm. Dann haben wir die Nestbeschmutzer. Das, wo ich zeigt mir diesen Chat jetzt in diesen Verwandlungen habe, wo ich sage, die Verwandlung, ein PC ist ein Musterbeispiel für eine positive Entwicklung. Yeah. Ein Ron arbeitet zurzeit dran. Der ist so, wenn er immer wieder versucht, natürlich auch den Udo anzurufen und er merkt, dass ihm wird es die immer mehr bewusst. Ein Ugo-Programm ist, der Geistesfunk ist so unendlich weit. Das sage ich einmal, der ist Hopfenmalz verloren. Der wird viele, viele Leben auf sich einprügeln in seiner unendlichen Dummheit und Arroganz. Und ich kann mich nicht konzentrieren. Wer bestimmt das jetzt? Mhm. Ich weiß, ich muss still sein. Ich gehe rein, ich sage jetzt nichts mehr. 2 Minuten später kommen die nächsten 6 Einträge. Kann es das überhaupt geben? Kann da überhaupt ein Hauch von Verbindung mit Geist sein oder ist es ein reiner Cleverbot? Mhm. Bitte versuch nicht, ein Cleverbot zu erklären, dass er Cleverbot ist. Ja. Du wirst dich wundern, wenn er gut programmiert ist, was der für Gegenargumente hat. Und ich reduziere das jetzt nochmal, was ich immer wieder sage, darum wiederhole ich diese Sätze. Solange du noch meinst, du müsstest einen Gedanken von dir erklären, dass er Gedanke ist, den du jetzt denkst, setze für das Wort Gedanken irgendeinen anderen Menschen. Du kannst es weder dir selbst erklären, es wirst du als der du zu sein glaubst, niemals verstehen, was ich dir sage. Ich erkläre es den, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der sich die anderen Pixel ausdenkt und sich vor dem Computer selbst ausdenkt. Oder vor dem Handy oder was auch immer du jetzt gerade akustisch wahrnimmst und anschaust. Mhm. Dem, der sieht, dem, der hört, das ist der Einzige, dem ich das erkläre. Mhm. Und nicht irgendeinen ausgedachten Idioten, der laufend Sachen sieht und hört, wo gar nicht weiß, was überhaupt da ist. Ich blenden lassen von Titel, von Reichtum, von angeblicher Macht,
Was sind die Mächtigen deiner ausgedachten Welt, wenn du sie nicht denkst? Nichts. Dann sind sie ein Teil von dir. Ein Teil von nichts. Division durch Null. Null durch Null. Das ist das große Problem. Da muss man bloß den Gürtel, der dich umspannt, enger schnallen, dann kriegst du nämlich aus der Null die Acht. Die dann jetzt in die Ebene heben, ja? Dann kriegst du die Nulllinie. Ja. Das ist geistreiche Arithmetik. Ja. Also lass uns unseren Gürtel enger schnallen, bis es bloß noch ein Punkt ist in der Mitte mit einem oberen Kreis und einem unteren Kreis. Und diese Acht, das ist die Kollektion. Ja. Mhm. Das plus, 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 plus minus und das minus, 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 plus. Das sind die zwei Kreise, die sich gegenüberstellen. K-Reihe-S. Genau. Und drehen wir jetzt nicht nach außen die ganzen Blickwinkel, wo ich sage, jeder Blickwinkel im Einheitskreis, ob wir jetzt einen Blickwinkel Sinus nennen, einen Sinusblickwinkel oder einen Cosinusblickwinkel nennen, sind ja nur Spiegelungen von Spiegelungen innerhalb von Spiegelungen. Mhm. Und das mir dann hier in ein Zeitfenster reinschiebt, was ich dann eine Sinuswelle nenne, die aber umgeklappt, kann ich darauf eingehen, wenn es dich interessiert. Und jetzt sind wir wieder bei der Sache, ich kann dir das nur beibringen, wenn du die Grundlagen hast. Du musst das dann mal sprechen können, Deutsch, rotes Deutsch. Dann rechnen können, da reichen ganz einfach die vier Grundrechnungsorten. Genau. Ich sage dann nochmal, selbst diese vier sind genau genommen plus zwei. Mhm. Nämlich plus und minus. Mhm. Und jetzt haben wir unsere höhere Wertigkeit. Mhm. Plus mal potenzieren. Mhm. Ja. Genau. Wir sind bei dem hoch 3 noch, C hoch 3. Mhm. Und das C hoch 4, das macht dann die vier Seiten 1 rot. Mhm. Ja. Mhm. Wenn du die, ja. Ja. Da habe ich jetzt keine Fragezeichen bei manchen und da kann ich jetzt viele Gesichter denken, die total die Fragezeichen haben. Und das Schöne ist, wenn sie dann schon sagen, da komme ich nicht mit, die bestätigen sich eigentlich ihre eigene Dummheit. Ich meine jetzt intellektuelle Dummheit, ihre Ungebildetheit. Mhm. Du bist was Gebildetes. Okay. Was geschöpft ist. Aber manchmal auch verbildet. Ne? Und das ist jetzt immer wieder, das Verbilden ist ganz, ganz die eingebildeten Requiem lesen, wo ich sage, die eingebildeten Menschen sind Menschen, die du dir ausdenkst, die bildest du in dich selbst ein und aus. Ja. Du bildest dir die ja ein, sagt man. Mhm. Da bildet sich das ja bloß ein. Ja. Du bildest dir alles ein. Du, das Bild, Beile, das im Kind. Das Problem ist, dass du dir das unbewusst ausdenkst. Mhm. Und du meinst, du hättest dann mit dem, was du dir jetzt ausdenkst, nichts zu tun. Und dann kommt noch, dann setzt du dieser Geistlosigkeit noch die Krone auf, dass du dir permanent mit dieser fehlerhaften Logik einlädst, dass das Zeug auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Was du niemals überprüfen kannst, aber für dich ist das hundertprozentig sicher bewiesen. Warum? Weil du geistloser Geschwätz von geistlosen Figuren in deinem Traum noch plapperst. Ja. Ganz gezielt in dir auftauchen ließ, um das zu erkennen. Luis. Und wenn du das an dir abstellst, wird sich das um dich herum ausspielen. Das verwandelt deine Welt. Du musst mit keiner Figur in deinem Traum reden. Was natürlich nicht heißt, dass du es nicht kannst. Machen wir jetzt in einem gewissen Maß. Wir erzählen uns das jetzt selbst. Wie oft soll ich noch sagen, ich erzähle es denen, der uns jetzt ausdenkt. Uns meine ich jetzt diese Brösel. Egal, an wen du denkst. Du merkst, du musst dir immer wieder bewusst machen, auch hier ist nur eine Seite. Rede ich von uns Geist oder rede ich von uns Brösel? Ja. Uns Gedanken. Sind wir nicht beides gleichzeitig? Ist das Meer nicht immer und ständig verändern gleichzeitig? Die Oberfläche, OBR, Polar Effect, die verändert sich ständig. Aber das im Kern, das was immer ist, bleibt immer dasselbe, immer Seiende. Das ist UB, das bin ich und das bist du als rotes Ich. Ja. Mhm. So, jetzt lassen wir es gut sein. Danke, danke. Danke, Udo. Bis gleich. Man sieht sich als böse. Hoffe ich zumindest. Ja. Mal schauen, ob mir wieder ein Globapier bringt. Das ist unser Codewort, wenn die Donis mich suchen wollen, weil ich sage, was brauchst du nicht? Ich sage, ich brauche eigentlich nichts, weil ich wunschlos glücklich bin, aber Klopapier wäre nicht schlecht. Ich liebe dich. Koll O, sein alles. Genau. Okay, nicht mal das fällt mir, ist doch jetzt da. 4, 5. Ja. Im Hintergrund, wir dürfen ja den nicht vergessen, dass Irene hin, das uns ausdenkt.
Ja, genau. Das ist ja schon wieder was Ausgedachtes, sobald ich es ausspreche. Also hat sich die Botschaft auf den gerichtet, der uns jetzt, ja. Was haben wir jetzt, wie viel sind wir denn jetzt eigentlich? Sechs. Sechs? Was ist da mit dem siebten? Jetzt kommen wir in die rote sieben langsam, der die Vielheit darstellt. Der automatisch dann sieben, sieben mal sieben, acht ja doch, aber was auch immer. Die Fülle. Vielleicht werde ich das auch irgendwann einmal verstehen, ferner Zukunft, ich weiß es nicht. Ja, du hackst wieder was aus. Ich lasse mich ja mal von mir selber überraschen. Ja. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.